Die SRK unterstützt seit Jahren mit Investitionen in Zukunftsmärkte die Energiewende in der Ostschweiz. Das Solarfalldach Coburg ist ein weiteres Innovationsprojekt. Und für uns als SRK, unseren Partner Luftseilbahn Jakobspark Coburg und unseren Lieferant DHP Technology ein riesigen Erfolg. In seiner Doppelfunktion produziert das Solarkraftwerk Strom und spendet den Fahrzeug gleichzeitig Schatten. Elektroauto ladet den Solarstrom direkt über die SRK-Ladestation. Unsere Vision ist eine zeitgemäße Energieversorgung, die die Anforderungen von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen erfüllen tut. Unser Solarfalldach Horizon ermöglicht weltweit das erste Mal eine echte Doppelnutzung von Industrie- und Parkflächen zur Solarstromproduktion. Das Solarfalldach wird vollautomatisch eingefahren bei Schneefall, Hagel und Starkwind und bleibt somit geschützt. Möglich wird das durch die innovative Lichtbauweise und den patentierten Faltmechanismus. Gleichzeitig wird der Materialeinsatz gegenüber vergleichbaren Systemen fast halbiert. Die komplette Steuerung, die Visualisierung des Leitsystems, die Einsteuerung der Antriebe, alles haben wir von Grund auf maßgeschneidert entworfen und mitentwickelt. Die Steuerung und das Leitsystem sind hohen Anforderungen ausgesetzt. Natürlich sind hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für den vollautomatisierten Betrieb Pflicht. Zudem ist die Erkennung von meteorologischen Gegebenheiten wichtig. Der Einsatz der Siemens-Steuerung war dabei für uns klar. Wir setzen dabei auf die Simatic E7 1500. Die lokale Visualisierung, Bedienung der Anlage ist mit dem Heimi Comfort Panel gewährleistet. Das Leitsystem basiert auf WinCC Professional und ist auch für Kunden intuitiv bedienbar. Steuerndes Angreifen ist remote möglich und wir erhalten dank dem TIA-Portal vielfältige Diagnose- und Energiemanagementfunktionen. Das Leitsystem für die Anlagenüberwachung befindet sich direkt bei uns am Standort von DHP Technology. Bei Fehlermeldungen können wir per Fernwartung eingreifen und können dadurch jederzeit Kontrollen über die Anlagen sicherstellen. Das Falldach setzt den Grundstein für eine neue Art von infrastrukturintegrierter Photovoltaik. Nicht nur Dächer können mit PV-Modulen bestückt werden, sondern auch weitere Infrastrukturflächen wie z.B. Kläranlagen, ohne dass dabei der operative Betrieb eingeschränkt wird. Das schont die Ressourcen Boden und Raum. Mit Blick auf die Klimaziele der Schweiz bieten sich dabei völlig neue Möglichkeiten, grosse Flächen für die Solarstromproduktion zu nutzen. Das Projekt steht für Innovationskraft und zeigt die vielseitige Möglichkeit von einer nachhaltigen Zukunft.